Und damit sind wir zurück bei Missgestalten in GTA im Jahre 2024. Und ja, wie soll man das überhaupt beginnen, ne? Das ist schwierig. Was ein Jahr das war. Es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Das Zeitalter des Hit-and-Runs mit dem neuen Raiju-Jets. Und da im Hintergrund waren gerade sehr interessante Clips. Einerseits einer, der zeigt, dass der Raiju unfassbar schnell ist. Und zwar ja geradezu overpowered schnell. Von Hovern in der Luft zu ich weiche einer Rakete aus, indem ich ihr davonfliege innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, und dann ein unhörbarer Stinger. Und ich meine das ernst. Es ist Hit and Run. Du hittest den Gegner und haust ab. Das ist die beste Methode, den Jet zu benutzen. Ja, und dann gibt es noch so Dudis, die da in der Gegend rumstehen und du sie einfach mit einer ungelenkten Rakete wegholen kannst. Kennt man eigentlich nur, wenn man im Heli unterwegs ist, aber ja, der Raiju ist quasi alles in einem. Er kann alles sein. Er kann jederzeit überall starten, überall landen. Er ist quasi das Allrounder-Tool für alles geworden. Und ja, ich habe ihn mir erst Anfang des Jahres gekauft, irgendwie, ich glaube Anfang Januar, weil ich mir dachte, ja gut, ich habe den jetzt, seitdem er draußen ist, nicht einmal benutzt. Jetzt will ich ihn mal, ja, testen, ausprobieren, was soll ich sagen. Er ist jetzt, was die Bewaffnung und das ganze Zeug angeht, nicht gerade overpowered. Ich meine, guckt euch das an. Ich meine, ich war überhaupt nicht drin mit meinem Aim, ja, aber trotzdem hat es ziemlich lange gedauert, bis der tot war. Und hier ist er gar nicht gestorben. Ja. Ich meine, wer kennt's nicht? Du wirst von einem Jet umgeflogen und überlebst es einfach mal. Ich meine, ganz normal. Ja, und er wartet auch nur auf seinen Tod. Stabil. Also manche Leute geben halt einfach keine Fucks. Der nächste Idiot, gucken wir mal, kann er ausweichen? Nö. Sollte in so einem Heli wie dem Sparrow ja eigentlich nicht so schwierig sein, aber manche können es nicht mal in den Dingern. Ja, und noch ein Sparrow. Der steht da auch einfach in der Gegend rum. Also die Leute, die juckt es halt auch einfach nicht. Ich meine, der Raiju ist extremst laut. Also wirklich, den hört man aus 2 Kilometern Entfernung. Wenn nicht sogar mehr. Weil das so unfassbar laut ist. Es macht gar keinen Unterschied, ob du den siehst oder nicht. Ich meine, sehen kannst du ihn mit deinen Augen sowieso. Aber hören kannst du ihn sowieso. Also keine Ahnung, wie man den dann übersieht. Ja. Er hat es auch nicht geblickt. Da habe ich mich einfach hinter dem Mount Chiliad versteckt und bin dann wieder weggeflogen. Übrigens auch lustig, wie er selber auch in einem Raiju unterwegs ist und trotzdem die ganze Zeit auf der Map sichtbar ist. Also ich weiß nicht, entweder hat er keine Ahnung, dass es einen Tarnmodus gibt oder es ist ihm egal oder er ist zu doof, ihn zu aktivieren. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, was den Clip auch angeht, die beiden Jungs, die verfolgen mich schon seit irgendwie 10 Minuten oder so. Und ich fand es unfassbar lustig, den einfach davon zu fliegen, weil der Raiju ist halt schneller als jedes andere Luftfahrzeug in diesem Game. Und deshalb kann ich den einfach davon fliegen. Okay, gut, dem Typen im anderen Raiju nicht, aber einholen wird er mich halt auch nicht, weil er ist genauso schnell wie ich. Dadurch ist eine Verfolgung eigentlich komplett obsolet und unnötig, aber es wird trotzdem von den beiden gemacht, weil sie keine Hobbys haben oder so. Ja, die fliegen mir hinterher und hinterher. Zu dem Zeitpunkt schon seit 10 Minuten. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, weißt du was? Ich gehe rein in den Fight. Er hat sein Raiju erstmal grün gemacht. Schön im, ja, limettengrünen Raiju unterwegs sein, damit sich jeder sieht. Und da, bumm, der nächste limettengrüne Jet knallt in mich rein und explodiert und stirbt. Und ich sterbe nicht, weil mein Jet, warum auch immer, das ausgehalten hat. Ich weiß ja nicht warum, aber eigentlich ist der Raiju auch Plastik. Also ich glaube, er hält ein bisschen mehr aus als der Laser und die Hydra, aber ich glaube,
So ein Typ, der in dich reinfliegt, das solltest du normalerweise nicht überleben. Allerdings war der Typ auch super krass laggy, also vielleicht lag es daran. Bin mir nicht sicher. Naja, ich bin auf jeden Fall zurück zu meinem Hangar geflogen, wie man das so macht, um mir einen neuen zu holen. So, fast forward und da sind wir wieder draußen. Hab mir dann ein B11 geholt, weil ich mir so dachte, okay, die beiden möchten fighten, aber ja, stellt sich heraus, wollten sie dann doch nicht mehr und sind dann halt gegangen und waren nicht mehr in ihren Jets unterwegs. Ja. So viel dazu, man kann mit der, ja, Ping-Pong-Kanone keine Kills machen. Kann man schon. Wenn es ungepanzert ist und sich nicht so krass bewegt, ist es sogar eigentlich ziemlich einfach. Da sind übrigens die Typen von vorhin, also zumindest einer von denen. Und bumm. Der Jet ist noch nicht mal in Reichweite und er sprengt sich schon. Einfach nur, weil er einen Jet gesehen hat. Das reicht schon aus. Dann an einer anderen Stelle in der Lobby, da ist mir vorhin so eine TV-Rakete hinterhergeflogen. Dachte ich mir so, okay, gehe ich dahin, wo sie herkommt und mach das kaputt. Dauert ein Weilchen, aber irgendwann ist das Ding auch von diesen zwei Ping-Pong-Kanonen kaputt. Ja, ich sag mit Absicht Ping-Pong-Kanonen, weil ich verstehe nicht, warum man sich dafür entschieden hat, die so zu machen. Also gut, okay. Wenn man jetzt dieselben wie am Laser ranmachen würde, wäre belastend, weil dann wäre das Ding echt krass overpowered. Verstehe ich schon. Warum man im gleichen Atemzug dann die vom Laser wegmacht, weiß ich auch nicht. Kabumm. Sein Auto gesprengt und er stand so nah dran, dass er auch stirbt. Stabil. Tut nur ein bisschen weh wegen den Versicherungskosten, die man da immer bezahlen muss. Ist allerdings nicht so schlimm wie bei den bewaffneten Fahrzeugen, wo du teilweise angegriffen wirst und denen ihren Scheiß bezahlen musst, obwohl sie dich angreifen. Ist noch dümmer. Kabumm, er geht Pausemenü und stirbt. Das muss lustig gewesen sein. Und da einer auf so einer Verkaufsmission, das ist der Typ, den ich davor schon mal getötet habe. Und er macht es einfach nochmal. Nur diesmal will er kein Deathmatch. 1 gegen 1. Woran das wohl liegt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mann, Mann, Mann. Dann ein Typ, der sich dachte, ja moin, ist doch bestimmt so voll lustig, hier in so einem Doppeldeckerflieger rumzufliegen. Ja, ist es. Aber nur solange ich nicht in Reichweite bin. Was ich jetzt dann endlich mal war. Und wie gesagt, es ist wirklich Hit and Run. Killst einen und fliegst erstmal weg. Ich meine, kannst du dir auch erlauben, die sehen dich eh nicht. Sobald du nicht auf der Map zu sehen bist, bist du automatisch unsichtbar für die. Hier ein Typ in einem Rogue, also It's Texas, ja. Erstmal interessanter Name, ist aber tatsächlich ein Deutscher. Und der fliegt in seiner Rogue rum. Das macht er den ganzen Tag, der hat nichts anderes. Also vielleicht hat er doch was anderes, aber er benutzt es nicht. Er fliegt den ganzen lieben langen Tag nur in seiner Rogue rum. Obwohl, habe ich gesagt, Deutsch könnte auch ein Österreicher sein, ich weiß jetzt nicht. Der schreibt mir nachher noch Nachrichten und anhand dessen kann ich es nicht ganz erkennen, ob das Österreich oder Bayerisch sein soll. Keine Ahnung. Also vom Geschriebenen her kann ich das schon mal nicht unterscheiden. So, dann mache ich dem hier sein Kackding kaputt und krieg den Kill nicht. Weil natürlich nicht. Ich drehe um diesen Mike zu killen. Mike Jordan. Ja, und was passiert? Er wird erstmal von einem Panzer in die Luft gesprengt. Super geil. Hätte ich ja gleich in meinen Hangar fliegen können, aber jetzt ist dieser Texas wieder zurück. Will heißen, ich muss erstmal in Deckung gehen. Vorne fliegt ein Jet, hat mich aber nicht gesehen, weil ich bin die ganze Zeit halt auf Radar. Hab gewartet, bis dieser Texas-Typ nicht mehr da ist, um dann hier reparieren zu fliegen. Kurzer Ausfall hier. Macht dem Raiju aber gar nichts, weil ja, das Ding ist halt, was Movability angeht, absolut overpowered, absolut, ja, outclass von einfach allem im Game, also wirklich komplett. Es gibt nichts, womit du dich so, ja, universell gut bewegen kannst. Ich meine, das ist quasi, ja, also was Movability angeht, ist das ein Noobike in Jetform, also abgesehen davon, dass du,
jederzeit explodieren kannst, wenn du gegen irgendwas fliegst. Und im Noobbike passiert das halt nicht, weil da kannst du gegen alles fliegen. Übrigens auch ein kleiner Tipp hier an der Stelle. Wenn ihr wissen wollt, ob irgendwelche Jets in der Nähe sind, weil euer eigener so laut ist, ja, macht das Triebwerk kurz aus in der Luft. Die Gleitfähigkeit vom Raiju ist auch ziemlich gut. Dann seid ihr halt kurz nicht, nicht so manövrierfähig, aber dafür könnt ihr halt hören, ob da irgendwelche Jets in der Nähe sind. Weil der Raiju ist halt so laut, den hört man, wie gesagt, aus riesiger Entfernung. Und so könnt ihr dann halt sicherstellen, dass ihr die auch dann hört. Ab und zu mal machen, am besten in größerer Höhe, damit ihr auch schnell wieder oben seid. Obwohl das eigentlich auch keine Rolle spielt, weil wie gesagt, der Jet ist einfach zu schnell. Ja, und der stürzt erstmal ab. Stabil. Fliege ich dann wieder zurück zur Militärbasis. Und da ist wieder der Texas und der Mike. Beide in ihren Flugzeugen. Er mit seinem geklauten Laser und der andere mit seinem nicht geklauten, aber trotzdem useless Pyro. Zumindest in seinen Händen useless. Also ich meine, ich glaube, der hat mich über die gesamte Zeit nicht einmal getroffen. Und der war schon eine ganze Zeit in der Lobby, also ja, den werdet ihr jetzt noch häufiger sehen. Und er wird einfach von gelenkten Raketen runtergeschossen. In einem Laser. Wie kriegt man das denn hin? Solange es nicht vom Tschernobok ist, absolut unverständlich. Und hier sieht man auch, dass Tarnung was bringt. Sein Flugzeug ist ziemlich dunkel. Deshalb kann ich es nicht so gut erkennen, während es nach oben fliegt. Wäre der jetzt pink beispielsweise, gold oder grün, dann würde ich den sofort sehen. Deshalb, Tarnung ist tatsächlich etwas Nützliches in dem Game. Wer hätte es gedacht? Krass, oder? Und da hat mich gerade fast meine eigene Rakete erwischt, weil sie von der Flare von ihm einfach abgelenkt wurde. Und ich muss schon sagen, der ist mir schon hardcore auf den Sack gegangen. Und dann springt er raus. Ist aber nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein. Dann kommt der nächste, er kommt in der Hydra. Denkt sich so, ja moin Digga, den hole ich jetzt aus seinem viel zu krassen Jet raus mit meinem viel zu nicht krassen Jet. Also sorry, aber ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Der Raiju ist quasi eine Hydra auf Steroiden. Alles, was die Hydra kann, kann der Raiju auch. Aber ein viel besser. Also jetzt nach dem Nerf der Kanonen sowieso. Also die Kanonen sind, glaube ich, identisch eigentlich. Soweit ich weiß. Wenn überhaupt, hat der Raiju mehr Reichweite. Raketen identisch. Und dann Manövrierfähigkeit und allgemeine Geschwindigkeit. Sowohl in Beschleunigung als auch Topspeed. Raiju besser als, ja, Laser und Hydra. Ja, keine Ahnung, wie der das überlebt hat, ne? Plot Twist hat er gar nicht. Das Game hat's nur einfach nicht geblickt. Lustig, oder? Aber oh gut, was will man auch erwarten? Das Game ist ja mittlerweile bald 11 Jahre alt. Es wird bald 11. Also dieses Jahr wird's 11 im September. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Das ist ein halbes Jahr noch. Ja. Und sie melken die Kuh bis zum letzten Tropfen. Es ist schon lustig. Ich meine, ab und zu bringen sie ja auch ganz guten Content. Zumindest teilweise. Wie der Raiju. By the way, cool, wie der Typ da einfach in mir drin gespawnt ist. Oder halt an mir dran. Hauptsache halt, dass ich weggeschoben werde. Sehr lustig. So, bupp. Kurzer Flug. Oder auch nicht, weil beide Raketen unten unter ihm drunter durchfliegen. Und er wird trotzdem runtergeholt. Vermutlich vom Basisjet, der da gespawnt ist. Bin ich mir nicht sicher, weil ja, ich habe die Clips vor längerer Zeit zusammengeschnitten. Vor mehr oder weniger 2 Wochen, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Außer an die wirklich nervigen Sachen, so wie diesen Typ da, der schon wieder in seiner Rogue ist.
Der macht den ganzen Tag nichts anderes, außer in seiner Rogue zu sein. Der wird mir nachher noch echt dämliche Nachrichten senden. Wenn man bedenkt, was der hier so macht. Wow, beide haben getroffen. Krass. Ich meine, das ist wirklich krass, wenn man bedenkt, dass sie gar nicht mal so aggressiv sind. Und das Erste, was er macht, ist natürlich, er springt raus. Juhu. Also, seine Rogue war noch nicht kaputt oder so. War einfach nur angehittet. Und er ist einfach instant rausgesprungen. Stabiler Typ. Kabum. Ich weiß auch nicht, wie er auf den Gedanken kommt, dass er da einfach ganz gechillt darunter fliegen kann, landen kann und einfach nichts passiert. Was denkt er, was passiert? Denkt er, ich hole ihn da nicht weg? Ich meine, ja gut, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme habe ich das Game irgendwie seit gut einem Dreivierteljahr nicht mehr angefasst. Okay, mein Aim und alles, es ist vieles, aber bestimmt nicht mehr drin. Macht alles Sinn. Aber erstens, das weiß er ja nicht. Und zweitens, kriege ich ihn ja trotzdem weggeholt. Hier ist das, was ich meine. Komplette Stille. Und der gleitet auch so schön. Und man hört einfach sofort, wenn da irgendwas in der Luft ist, was da nicht sein sollte. Selbst wenn er auf Radar ist. Man ist natürlich eine Sitting Duck, deshalb sollte man das nicht zu lange machen. Es sei denn, man hört wie ich hier einfach gar nichts. Ja. Dann kann man das schon machen. Aber sonst sollte man das relativ kurz nur machen, besonders wenn man was hört. Man sollte halt sofort quasi zum Fight bereit sein. Und das sind die beiden offensichtlich nicht. Weil die haben nicht damit gerechnet, dass ich da wieder ankomme. Den konnte ich warum auch immer nicht anvisieren, aber ist gar kein Problem. Hole ich ihn halt mit den Ping-Pong-Kanonen. Schön, dass er auch mal stirbt. Und dann geht es wieder ab nach unten zum Rogue-Typen. Wie gesagt, er hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer in dieser fucking Rogue zu sitzen. Wirklich, nichts anderes. Also, ja. Ihr seht die Nachrichten selber später, deshalb ist es, brauche ich es jetzt eh noch nicht vorwegnehmen, aber es ist einfach so lustig, wenn man sich das so überlegt, dass der Typ den ganzen Tag nichts anderes macht, außer GTA Online zu spielen, sich in seine Rogue zu setzen, versuchen, Leute zu töten und es in den meisten Fällen eh nicht hinkriegt. Das ist schon lustig. Hier meine eigene Rakete ausgewichen, weil die mir auf die Pelle gerückt ist. Und direkt wieder hinter ihm, weil er weiß offensichtlich nicht, wie man dogfightet. Was auch lustig ist, wenn man bedenkt, wie viel er in dem Scheißteil sitzt. Ja, und da hat er gerade versucht, die Raketen in den Tower zu lenken. Hat auch nicht geklappt. Ich meine, wäre das ein Actionfilm, würde ich sagen, coole Idee. In der Praxis meistens nicht von Erfolg. Da wurde er nicht krass getroffen oder sonstiges. Sein Flugzeug hat noch komplett perfekt funktioniert, so wie es soll. Und er springt trotzdem schon raus, weil er bemerkt, oh lol, bringt ja gar nichts. Und dann hockt er jetzt erstmal eine gefühlte halbe Stunde in seinem Hangar. Mir ist währenddessen so langweilig geworden, dass ich mir dachte, lol, ich flieg mal hier die Bahn ab, bis er irgendwann mal wieder rauskommt. Ich meine, er ist ein Rogue, er hat eh nichts anderes. Also vielleicht hat er was anderes, aber er wird in nichts anderes rauskommen. Deshalb kann ich das eh machen. Selbst wenn ich genau vor seiner Hangartür stehe. Ich bin da so schnell wieder weg mit der Raiju. Also, wenn ein Flugzeug in diesem Game Fehler erlaubt, dann ist es der Raiju. In anderen Flugzeugen bist du halt im Arsch, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und bist du tot. Nicht im Raiju. Du fliegst einfach davon. Und da kommt er wieder raus. Wieder mit seiner Rogue. Beim ersten Treffer wieder am Rausspringen. Weil das ja auch was bringt. Kaboom. Ja, ich hatte so sehr keinen Bock auf die Ping-Pong-Kanone, dass ich mir dachte, okay, scheiß drauf, ungelenkt und rein.
Ich weiß auch nicht, was er sich dachte. Startet er eine Party? Und schreibt mir das. Dass ich mir Freunde suchen soll. Lol. Alles klar, Bro. Also, nur mal so. Ich habe Freunde. Es sind nicht so unfassbar viele. Ich meine, ich kann sie an zwei Händen abzählen. Also Leute, die ich wirklich als echte Freunde bezeichnen würde. Aber dafür sind das auch gute Freunde. Wirklich gute Freunde. Weil, was bringt es dir, 200 Freunde zu haben, wenn du die meisten davon nicht mal richtig kennst? Und da hat nur ein einziger Schuss getroffen. Aber das reicht aus. Ich finde es lustig. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Ich würde mal sagen, entweder irgendwie so 10 oder irgendwas mit 30. Aber es ist einfach lustig, wie man in diesem, also im Jahre 2024. Was war denn das? Ich habe gerade von irgendwas eine Benachrichtigung bekommen. Wie man im Jahre 2024 tatsächlich noch mit seinem Namen, also auf seinen Namen, herabgesetzt wird. Das ist schon lustig. Weil er hat so wenig Angriffsfläche, dass er einfach darauf gehen muss. Es ist echt funny. Ja. Wie schön für ihn. Das wird bestimmt dafür sorgen, dass ich ihn noch weniger töte. Ja. Bestimmt. Also sorry, das ist schon hart belastend. Wirklich. So ein Typ sagt dir dann, du sollst dir Freunde suchen. So ein Typ, der den ganzen Tag in seiner Rogue rumfliegt, nichts anderes macht. Und sobald du auch nur hinter ihm bist, instant rausspringt, weil er zu viel Angst hat, um gegen dich zu kämpfen. Es ist einfach funny. Also bevor ich mir noch mehr Freunde suche, was keinen Sinn ergibt, weil ich schon genug habe, sollte er sich, glaube ich, mal ein Leben suchen. Ich meine, es ist schon peinlich, selber überhaupt nichts geschissen zu bekommen, außer den ganzen Tag GTA Online zu spielen, in einer Rogue zu sitzen, keine Kills zu machen, weil er es nicht kann, aber einfach rumzufliegen und anderen Leuten auf den Sack zu gehen damit. Und dann irgendwelche dämliche Scheiße schreiben. Das ist einfach lustig. Was auch lustig ist, ist, dass ich jetzt irgendwelche Benachrichtigungen bekomme, während ich gerade hier ein Commentary aufnehme. Ja, da merke ich gerade wieder, ich habe vergessen, dass... So. Noch eine Nachricht von ihm. Ja. Also tatsächlich habe ich so eine Art zwei Väter. Ich habe auch einen Stiefvater. Und ja, sind sie. Genau wie meine Mom. Und ja, seine Mom auch. Zumindest war das die Nachricht, die ich ihm geschrieben habe, weil ich mir so dachte, ja moin Digga, rein da. Wenn er dämlichen Scheiß schreibt, lasse ich mich auch mal kurz auf das Niveau herab. Der Typ wird aktiv angezeigt, ist aber passiv. Super. Hätte fast gelacht. Ich finde es lustig, wenn Leute angegriffen sind, aber dann auf hart tun wollen. Ich habe ihm nur geschrieben, ja, weil du weißt, dass es wahr ist. Lol. Ja, und dann habe ich mir hier diese Fracht gesneakt, weil ich meine, warum nicht, ne? Wenn du schon in einer Raiju sitzt, dann kannst du sie auch komplett ausnutzen. Wie zum Beispiel den Typen killen, über den Boden hovern und dann zurückfliegen.
zu deiner Nachtclub-Garage, es dort abliefern und du hast ja einfach mal easy peasy in einer Minute 10.000 gemacht für nichts. Waren es 10.000? Ich glaube, man kriegt 10.000 davon. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Da sieht man sogar noch die Leute von vorn in ihren, von ihren Jets. Die sind nämlich immer noch in der Lobby. Und die haben wieder angefangen zu fighten, nachdem sie dann längere Zeit keinen Bock hatten. Und da rennt er jetzt rum und will zu seinem Wagen laufen und dann wegfahren. Was er nicht weiß, ist, dass ich da bin. Hat er jetzt erst bemerkt. Tja, und dann war es das mit dieser Idee halt auch wieder. Ich meine, alles, was ich möchte, ist ihn killen und das macht mir Spaß, deshalb tue ich's. Ich glaube, er hat nicht so viel Spaß. Was der da macht, weiß ich auch nicht. Er steht da einfach auf einem Gebäude rum. Ich habe ihm mal runtergeholfen. Ja, da kommt auf einmal ein Noob-Bike aus dem Nichts an. In der Hydra wäre ich jetzt definitiv im Arsch. Ja, in einem Raiju nicht. Da fliege ich einfach davon. Imagine, du hast so wenig Angriffsfläche, dass du mit sowas kommen musst. Das ist funny. Ja, dieser Mike Jordan, schreibt mir du Eierbär, keine Ahnung, was er damit gemeint hat. Aber hey, ihm gegenüber bin ich nicht so böse eingestellt, weil Eierbär klingt wenigstens lustig. Ja. Habe ich ihm geschrieben, er soll rauskommen, mir ist langweilig, schreibt er mir halt du Eierbär. Das ist halt wenigstens lustig, so. Während der andere mal wieder alles viel zu ernst nimmt, komplett Realitätsverlust erlebt, erleidet, wie auch immer. Ja. Im Gegensatz zu ihm habe ich Spaß. Freunde. Und Leute, die bei mir chillen. Tatsächlich war ich nicht alleine zu Hause. Wer hätte es gedacht? Und nein, ich rede auch nicht von meiner Mom. Oder sonst irgendwem. Und trotzdem war ich nicht alleine zu Hause. Tja. Nachdenken, bevor man irgendwelche Scheiße schreibt. Ich wette, in seinem Leben sieht es wahrscheinlich ein bisschen weniger schön aus. Ja, da hat tatsächlich die erste schon getroffen. Aber hey, ist auch nicht schwierig, wenn die Leute mit ihrer Leuchtreklame da am Rumballern sind, mit ihren Kack-Miniguns. Also ich meine, ich verstehe das bis heute nicht, wie man auf die Idee kommt, das zu tun. Das macht einfach keinen Sinn. Also erstens, warum kauft man sich die Scheiße und zweitens, warum benutzt man sie, wenn man nicht mal ein Low-Level ist? Noch so ein Ding, in einem Laser wäre ich jetzt wahrscheinlich tot gewesen, weil ich da das Gebäude ein bisschen geklippt habe. Aber der Raiju, den juckt es nicht. So, auf Long Range, ohne dass er überhaupt gerendert wird. Ja, relativ schwierig, eher unwahrscheinlich, dass man da trifft. Also man weiß ganz genau, wo er ist und er ist genau ungefähr da, wo ich jetzt die Rakete hinschieße, aber halt hinter der Wand. Und ich muss sagen, ein Raiju im Hover-Mode mit Lenkraketen runterzuholen, ich glaube, das wird nichts, Alter. Das wird wirklich nichts. Das kannst du absolut knicken. Ja, seine grandiose Idee war, sich dann in einen Buzzard reinzusetzen, warum auch immer. Also da drin ist ein Jet. Da vorne waren auch noch Jets, aber anstatt dort irgendwo reinzugehen, geht er in den Buzzard. Und da habe ich ihn gerade einfach gewallbanged. Nachdem er wieder mit Leuchtreklame kam. Und hier schon wieder. Ja, da komme ich mit meinem Hunter raus, denke mir so, ja gut, den Raiju kennt er schon, dann bringe ich ihm mal bei, was der Hunter so kann. Kann hier dann nicht zurück in meinen Hangar zum Reparieren, allerdings wollte ich eh nicht nur reparieren, sondern wollte den Hunter gleich wegpacken, weil ich mir so dachte, Digga, ich habe sowas von gar keinen Bock. Ich wurde ganz kurz von ihm angeschossen und dann direkt ist das Ding am Rauchen. Ja, moin. Ja, und dann bin ich gegangen, hab mich hier hingehockt und wollte ihn anlocken.
Hat geklappt, er ist gekommen, aber ja. Mein Aim hat ein bisschen auf sich warten lassen. Und dann war es dann da. Das einzige Mal, dass der Typ was anderes benutzt hat als den Rogue. Und selbst damit hat er verkackt. Wow. Wow. Einfach wow. Und da schon wieder der Herr Mike Jordan in seinem Buzzard. Der nächste, der instant raushüpft. Was ist denn eigentlich los mit den Leuten? Es ist halt lustig. Das sind halt alles PvP-Leute, aber die sind halt so unfassbar schlecht, dass man meinen könnte, das sind einfach ganz normale Casuals, die Tuning-Treffen machen. Und keine Ahnung, sich in den Open Lobbys langweilen, weil es irgendwie außer PvP nicht wirklich viel zu tun gibt. Ja, habt ihr sie gehört? Ich hab sie gehört. Ich weiß, das sah sehr badass aus. Fand ich in dem Moment auch. Der bleibt erstmal hängen. Und dann explodiert er. Ja, moin. Der ist schlechter im Fahren als im Fliegen. Also das muss man auch erstmal schaffen. Da ist der Typ, der die Rakete auf mich abgeschossen hat. Dachte ich mir so, okay, mache ich den mal weg. Also gut, wegmachen ist immer schwierig, aber ich kann ihn zumindest aus seinem Jet rausholen. Wie komme ich jetzt aus Jet? Aus seiner Korsatka. U-Boot. Ich habe mich gerade so sehr auf das Einschussloch da an meinem Jetfenster darauf konzentriert, dass ich einfach auf Jet hängen geblieben bin. Also das gibt's ja. Wow. Ich würde das alles ja rausschneiden, allerdings geht das Video eine Stunde und ich bin da viel zu voll für. Also das Schneiden allein hat schon viel zu lange gedauert. Es gibt einen guten Grund, warum ich 2 Wochen gewartet habe, bis ich jetzt hier das Commentary für aufnehme. Ja, weil ich bin da viel zu voll für sonst. Sage ich euch ehrlich. Es ist viel mehr Aufwand, als man eigentlich erwarten würde. Und das alles für eine Serie, die nichts zeigt, außer halt das Offensichtliche. Und zwar, dass GTA Online-Spieler ziemlich dämlich sind. Weil das ist das, was sie sind. Dämlich. Man könnte sie auch als Missgestalten bezeichnen. Oh, warte mal, das ist ja das, was ich tue. Und da kommt einer angeflogen. Oh nein. Ich habe ganz viel Angst. Der wird mich bestimmt vom Himmel holen. Nee, tatsächlich nicht. Aber er sucht nach mir. Weil er will mich runterrollen. Hat bisher ja auch richtig gut funktioniert, ne? Der einzige Grund, warum der Typ nicht öfter stirbt, ist, ja, weil das Ding halt eine Ping-Pong-Kanone hat und dadurch nicht bei den ersten paar Schüssen ihn umbringt. Und der Fakt, dass er halt instant dann rausspringt. Sonst würde er noch öfter sterben. Und da oben ist er. Dieser kleine Fitzel da oben. Diese paar Pixel da. Das ist er. Keine Ahnung, warum er extra so hoch fliegt. Da kommt der Mike Jordan wieder. Achtung, der wird gleich umdrehen. Ich weiß nicht, ob er ihn auch umbringen will. Oder ob er einfach nur mir hinterher wollte. Ist am Ende auch egal, weil er wurde runtergeholt. In einem Jet. Von einem Typen am Boden. Ja, moin. Das ist echt schwierig. Wo ist er denn? Ah, da ist er, weil die Rakete ist nach oben geflogen. Dann ist er nach oben. Ja, die Rogue ist halt im Vergleich zum Raichu so unfassbar langsam, dass man da manchmal durcheinander kommen kann. Und der Raichu ist so schnell, dass man gefühlt in seine eigenen Raketen fliegen kann, wenn man nicht aufpasst. Oh ja, Lenkraketen. Ich habe so Angst. Ja, und da ist tatsächlich ein Off-Raider Noobbike. Habt ihr richtig gesehen. Habe ich mir aber auch schon gedacht zu dem Zeitpunkt, weil ich mir dachte, ja moin, der hat nie und nimmer genügend Zeit, um mich davor anzuvisieren. Muss doch noch was anderes unterwegs sein. Und ja, das ist auch der Fall. Und das nächste Noobbike.
Jetzt fliegen mir da schon zwei hinterher. Weil das ja auch ganz viel bringt. Also selbst früher wäre das halt absolut useless gewesen gegen den Jet. So ein Noob-Bike. Aber jetzt ist das halt noch viel mehr. Seitdem es genervt wurde. So, was macht er? Richtig, er steigt von seinem Noob-Bike ab. Möchte in seine Hydra. Gute Idee. Wird bestimmt klappen. Naja. Das werde ich ganz sicher zulassen. Und die Rakete wird mich auch ganz bestimmt erwischen, oder was? Auf was für Ideen die immer kommen. Der Nächste, der aussteigt. Aber frag mich nicht, was der schon wieder vorhat. Vermutlich was Dummes. Also ich meine, würde mich nicht wundern. Ist immer was Dummes. Dann steigt er wieder auf, um mir zu folgen. Und folgt mir dann doch nicht mehr. Naja, fürs Erste. Auf jeden Fall habe ich ihn fürs Erste weggelockt, damit ich dann mir diesen Mike Jordan mal wieder vornehmen kann. Wupp. Das war knapp. Zum Glück ist der Jet so wendig. Dadurch kann man selbst im letzten Moment nochmal rüberziehen. Also wenn man halt so schnell reagieren kann. Ping-Pong-Kanone, ja moin. Mit dem Laser Pre-Patch wäre der weg gewesen. Und so ist er halt nicht weg. Und da kommt das Noob-Bike mal wieder. Vermutlich hat er nachgeladen oder so. Das Ding hat ja nur 20 Raketen. Ja, keine Ahnung, wie er darauf kommt, dass man damit den Jet runterholt. Also, bevor du den Jet mit deinen Lenkraketen runterholst, holt der Jet dich mit seinen runter. Ich meine, das haben wir ja im Video jetzt auch schon zweimal gesehen, glaube ich. Ich glaube, es waren bisher zwei Clips dieser Art. Und dafür ist der Raiju auch absolut perfekt. Ich meine, ja gut, selbst mit der Ping-Pong-Kanone kann man einiges machen. Mit Ungelenkten kann man auch einiges machen, aber ihn zu benutzen, um ungelenkte Raketen, irgendwelchen Idioten hinterher zu schießen und dann sich zu verpissen, das ist eine sehr gute Methode. Das ist zumindest eine sehr einfache und sehr chillige Methode. Und vor allem ist es sehr lustig, weil die Leute es meistens nicht blicken, weil bupp, da bist du da und dann, ja. Hat hier leider nicht geklappt und da kassiere ich gleich den dümmsten Tod aller Zeiten. Weil ich springe raus und der Jet zieht einfach random nach unten. Warum? Nee, also literally, warum? Warum tut er das? Ich wäre nicht gestorben, hätte er das nicht gemacht. Deshalb danke dafür. Und mal wieder spawne ich ohne meinen Helm, weil man das so macht. Weil ich will meinen Helm bestimmt nicht haben. Wie man hier sieht, habe ich keine Munition. Deshalb habe ich mein Terabyte geholt und Munition geholt. Und dann sprengt er sich, weil er die Granate... Dann sprengt er sich mit der Granate, beziehungsweise der Haftbombe, weil er die Drohne sieht. Und beginnt weiterhin Raketen auf mein Terabyte zu schießen. Ja, also solange der One-Shot-Bug nicht passiert, ist das auch absolut dämlich, weil ich meine... Und ich dachte gerade, er hat das Spiel verlassen und mir eine Menge nervige Scheiße erspart. Oh, der nächste Kill. Nein, natürlich nicht. Mit einer Ping-Pong-Kanone. Ja, der Texas, der ist immer noch da. Der steht da jetzt auf einem Dach. Den nehme ich mir mal. Oh, wie süß. Der hat so ein Dings da an seinem Heck dran. Der ist auf so einer Mission wahrscheinlich. Kabum, da ist er tot. Upsi, tut mir leid für das Auto da hinten dran an deinem Abschleppwagen. Aber das ist jetzt putt. Doof gelaufen. Was zum Bums, Digga. Da ist einer in einem... Oh mein Gott, hab ich das lange nicht mehr gesehen. Was ist? Der Dulli, Digga. Der macht jetzt hier in meiner Lobby, macht er hier irgendwelche... Ah, er wirbt für seinen Nachtclub. Und fliegt jetzt hier in seinem scheiß Luftballon rum. Mulli? Ja. Ja, moin. Ups, in jedem anderen Jet wäre ich tot gewesen, aber ja, der B11, der schafft das. Der kommt damit klar, der kann alles. Also wirklich, der ist quasi unzerstörbar. Und nochmal ein Long-Range-Shot. Achtung. Ich kann ihn nicht sehen. Auf die Distanz. Und trotzdem, bumm. Aufgrund der Map. Mit der Map zielen ist schon
Was echt praktisch ist. Ja, dann hat er mich da angeschossen. Mein einer Rotor ist flöten gegangen. Und dann fliege ich auf einmal unter die Map mit dem Teil. Ja, moin. Hat doch was. Also ist mir tatsächlich so zum ersten Mal passiert. Und dann ist das Ding auf einmal kaputt gegangen. Kabum. Tja, kann man nichts machen, ist jetzt kaputt. So, später, andere Lobby. Nach Ewigkeiten bin ich jetzt hier unterwegs mit meiner Nokota. Und hier ist so ein Technical. Der war davor schon angehittet, ja. Der ist nicht innerhalb von ein paar Raketen gestorben. Der ist schon über den gesamten Alamosee gefahren, während ich auf ihn geschossen habe. Und es hat unfassbar lang gedauert, bis er mal tot war. Und der Grüne hier kommt einfach in einem Annihilator. Ein fucking Annihilator. Bupp, ungelenkte Rakete und putt. Er ist halt One-Shot mit Explosionsschaden. Und Achtung, nächste Ungelenkte, Kabum, tot. Ich muss sagen, ich habe die Nokota nie viel benutzt. Aber jetzt weiß ich wieder, warum ich sie mir damals gekauft habe. Das ist schon einfach geil. Ich meine, die ist ja eine Kombination, glaube ich, aus einer Mustang und einer Spitfire aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich meine, die macht auch echt Fun. Also wirklich. Damit kann man viel anfangen. Und rein zufälligerweise ist dann hier so ein Typ, wie in der letzten Lobby, nur halt, dass der nicht die ganze Zeit Rogue fliegt, sondern die ganze Zeit Nokota. Das ist funny. Was auch funny ist, ist seine Taktik, einfach mit einem Looping sich zu denken, ja moin, damit weiche ich jetzt aus. Ich meine, hat diesmal für ihn geklappt, aber ist jetzt nicht eigentlich, ist ja, ah gut, ist nicht so erfolgsversprechend. Sagen wir das mal so. Vor allem nicht mit einem propellergetriebenen Flugzeug, weil das ist relativ offensichtlich, ne? Wenn du nach oben ziehst, wirst du langsamer. Egal in was für einem Fluggerät, aber ja, Propeller sind halt nicht so leistungsstark wie jetzt beispielsweise düsengetriebene Flugzeuge. Offensichtlich. Aber hier in GTA kann man das irgendwie anscheinend machen. Zumindest wenn die nicht so aggressiv sind. Und die Nokota hat nicht so aggressive Raketen. Da war der erste Treffer, jetzt ist der Junge am, ja, smoken gegen seinen Willen. Und da ist er jetzt tot. Tja. Hat zwar so einige Rakete gedauert, aber irgendwann bekommt es jeden. Ja, ne? Man muss die Leute halt nicht mal unbedingt sehen. Reicht auch nach Map. Auch wenn es lächerlich ist. Ich meine, das ist auf einer PS5 aufgenommen. Fucking Next Gen. Ja. Also Next Gen. Das Game ist von der PS3 auf die PS4 gebracht worden, jetzt auf die PS5 und wir können die Leute immer noch nicht ge gescheit sehen. Ich meine, auf dem Boden, von Boden zu Boden ist die Renderdistanz ja, ja, super eigentlich. Also ich meine, gut, jetzt auch nicht super, aber gut. Ja, die ist nicht scheiße. Aber von Luft zu Boden, absolut grässlich. So, dann fliege ich hier hoch. Immer schön in Deckung, weil der Typ ist auf Raider gegangen. Und da kommt er da auch schon. Und jetzt gibt es hier einen Dogfight mitten in der Stadt zwischen den Hochhäusern. Ja, bei so einem fetten Wolkenkratzer kann man das halt auch machen, die Raketen da reinzulenken. Da funktioniert das. Bei so einem kleinen Tower in der Militärbasis eher schwierig. Aber bei so einem fetten Gebäude, da ist die Wahrscheinlichkeit doch schon viel höher, dass das Ding dann auch da reinkracht. Da kann ich ihn kurz nicht anvisieren, warum auch immer. Er kriegt trotzdem einen Hit ab. Oh, das sah nur so aus. Weiß ich gerade gar nicht. Rauchen tut er nicht. Normalerweise würde er davon rauchen. Keine Ahnung. Vielleicht sah es auch nur so aus.
Wie gesagt, ich habe dieses Material seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Ja. Ich würde ja sagen, das wird gleich noch spannender, aber naja, was wollt ihr hören? Es ist ein Dogfight zwischen zwei Zweite Weltkriegsflugzeuge. Da passiert nicht so viel. By the way, ja, er ist abgestürzt. Habt ihr richtig gesehen. Bruder muss los. So, dann bin ich hier rumgeflogen in meinem Buzzard, dachte mir so, ja moin. Irgendwie voll langweilig alles. Weiß nicht, was ich gerade machen soll. Und dann kamen die da auf einmal angefahren. Dachte mir so, ui, free Doppelkill. Hab mich dann hier hingestellt, hab mein Raiju bestellt. Hab auf ihn gewartet, weil er da angeflogen kam. Und das ging wirklich locker 4 Minuten, 5 Minuten vielleicht. Der Typ ist da um mich rumgeflogen. Die ganze Zeit seine ungelenkten Raketen geschossen. Nicht eine hat auch nur ansatzweise getroffen. Hier schießt er sogar 2 direkt daneben. Die eine vor den Jet, die andere hinter den Jet. Alles klar. Hier anstatt mit Raketen zu kommen, macht das dann auf einmal mit MG. Also der Typ hat wirklich gar keine Ahnung gehabt, was er tut. Aber die eine Explosion war nah genug, dass mein Jet zumindest ein bisschen Damage bekommt. Was er hier gemacht hat, keine Ahnung. Die Raketen sind nicht mal in meine Richtung geflogen. Dann bin ich schon in der Luft. Belastend für ihn. Weil so ein Inopoter macht halt nichts gegen einen modernen Kampfjet. Also offensichtlich nicht. Ja, da liegen ja auch gute... Moment mal. F-35, wann kamen die raus? Weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Ende der 90er, Anfang der 2000er vielleicht. So um den Dreh möglicherweise. Weiß ich nicht. Irgendwie so. Auf der basiert er ja. Also der Raiju. Auf dem F-35 und ich glaube auch zum Teil der Su-57. Warte, habe ich gerade die richtige Nummer im Kopf gehabt? War das 57, oder? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ja. Stabil. Er gelenkt, ich ungelenkt, meine trifft seine nicht. Weiß nicht warum, aber es ist unglaublich einfach, gelenkte Raketen auszuweichen, wenn du im Hover-Modus bist. Bin ich dann erstmal reparieren geflogen, hab mir dann aber gedacht, nee Digga, ich hab jetzt Bock auf Akula. Bin dann hier hinten hin, da explodiert erstmal was, ich denke mir so, okay. Und bupp, eine Salve, eine Rakete, die trifft und dann ist er auch schon tot. Ja. Akula ist ein schönes Teil, oder? Also ich muss sagen, ich habe immer sehr viel Spaß daran, mit dem Akula rumzufliegen. Hier könnt ihr sogar noch mal was lernen. Ich fliege in Deckung. Könnt ihr auch gerne mal probieren, immer schön in Deckung zu fliegen. Macht auf jeden Fall deutlich mehr Sinn als im Offenen. Auch wenn ich jetzt hier nicht mehr unbedingt krass gedeckt bin, allerdings hat der auch nicht versucht, irgendwie mit Lenkraketen oder sonst was zu kommen. Die meiste Zeit. Was genau der da gemacht hat, weiß ich auch nicht so genau, aber ich meine, hey, ja, so einen geschenkten Gauss schaut man nicht ins Maul, der ist eine super Zielübung. Und das habe ich dann da auch gemacht. Eins nach dem anderen, immer wieder hingeflogen, immer schön Deckung benutzt. Also ich meine, man muss ja auch wieder reinkommen. In Akula bin ich zu dem Zeitpunkt bestimmt fast ein Jahr nicht mehr geflogen. Und dafür, muss ich sagen, hat es sich echt gut angefühlt, den mal wieder in Aktion zu bringen. So, die ersten 2 richtig daneben, dafür die 2. gut getroffen. Da schon wieder ein Pausenmenü, will heißen, er wird wahrscheinlich gleich die Lobby verlassen. Oder er wird sich dafür entscheiden, dir zu sagen, dass du zu gut für diese Lobby bist. Oh, lass mich raten, hat er gerade gemacht. Ja, hat auch. Ja, keine Ahnung. Verlass halt das Spiel.
Wenn es dir nicht passt, verlass das Spiel. So, da hat gerade die Aufnahme abgebrochen. Das ist super. Das bedeutet alles nochmal von vorne hier. Also zumindest ab hier. Ja. Bin immer noch hier bei dem einen Typen, den ich als Zielübung benutze. Und ja. Genau. Keine Ahnung, was er sich denkt. Ich glaube, er hat Spaß. Ja, also ich meine, man muss definitiv nicht gut zielen, weil, ja, man sieht ja, der Splash Damage ist riesig. Oh ja. Oh, warte, ist er ja gar nicht. Ja, moin. Man muss doch relativ genau zielen. So ungefähr. Irgendwann hat man das halt einfach drauf. Da geht das wie von selbst. Da trifft man dann meistens auch. Manchmal schießt sich vier Raketen. Eine davon wird ja schon treffen. Ja. Ein Barcode, der vom Radar verschwunden ist. Da hätten eigentlich meine Alarmglocken angehen müssen. Sind sie in dem Moment nicht. Ja. Gar kein, ja. Naja. Es war halt offensichtlich ein Treffer. Zählt aber nicht. Er stirbt nicht. Weil ich meine, wir wissen ja alle, der Splash Damage ist ja riesig, nicht wahr? Und dann kam tatsächlich dieser Barcode zusammen mit einem anderen Random angeflogen in seinem Sparrow und denkt jetzt hier mit seinen Spam-Raketen kriegt er mich runter oder was? Nö. Ungelenkte Raketen schlagen immer die Gelenkten, meine Freunde. Immer. Merkt euch das. Ja, und dann direkt danach waren die beiden dann im Passivmodus und wollten nicht mehr rauskommen. Die hatten keine Lust mehr zu spielen. Na super. Tolle Typen. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Oder warum er dachte, dass das eine gute Idee ist, sich da jetzt umzudrehen, wenn ein Jet hinter ihm her ist. Aber er hat's getan und das war lustig. So, nächster Dulli. Kabum. Falls ihr euch fragt, warum ich teilweise gegen die schon ein paar Kills habe. Oh, ein Clip aus dem Intro. Oh nein, warte. Sieht nur exakt gleich aus. Zumindest der Anfang. Naja, es liegt daran, dass ab und zu, übrigens hier auch nochmal aus dem Stand, komplett nach oben, gar kein Problem für den Raiju. Also Manövrierbarkeit, absolute 10 von 10, wahrscheinlich sogar eine 12 von 10 für GTA-Verhältnisse. Ja, man bekommt manchmal die Scores der Leute überschrieben. Dann hat man quasi noch nicht die Tode gefressen, aber ein voriger Typ, der diese Farbe des CEOs hatte, hat quasi dann seine Tode gegen dich dir überschrieben. Oder halt dem Dulli, der dann da halt unterwegs ist. Kabum! Ja. Die beiden fahren dann auf provokant passiv neben mir her. Dachte ich mir auch nur so, ja moin. Und da jemand in einem Molotow. Dachte ich mir so, oi, das wird ein interessanter Kampf. Da freue ich mich drauf. Das wird lustig jetzt. Und los geht's. Oder auch nicht. Ein Typ, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte, der noch nicht mal krass lange in der Lobby war, kommt einfach random rein und denkt sich so, oh lol, ein Raiju, den spreng ich weg. Ja moin. Habe ich ihm auch nur geschrieben. 750k nur für mich? Wie nett von dir. Fand ich auf jeden Fall gar nicht mal übel. Ja. Also in erster Linie finde ich es einfach saulustig, wenn Leute mich mit einer... mit der Orbital wegholen. Das ist einfach... Ich finde es einfach funny. So, ich meine, dass man sich die Mühe macht, dass man dann in die Basis geht und dann dieses 750k ausgibt. Egal, ob man... jetzt das Geld dafür hat oder nicht, ob man jetzt irgendwie halt so viel Money hat in dem Game, dass man sich das eh leisten kann, weil man sich die ganze Scheiße erglitscht hat oder so. Selbst wenn das der Fall ist, denke ich mir halt so, das sagt halt so viel über jemanden aus, dass er allen Ernstes das braucht, um dich zu töten. Weil für ihn ist das die einzige Möglichkeit, die diese Person sieht, dass du stirbst im Spiel. Dass er ernsthaft da reinrennen muss in seine Basis und
dich dann mit der Orbitalkanone killt. Für mich ist das ein Riesenkompliment, weil diese Person dann so unfassbar verzweifelt ist, dich damit holen zu müssen. Der Typ kommt in die Lobby rein, sieht dich, killt da Leute, denkt sich so, ach du Scheiße, mit dem habe ich gar keinen Bock, mich anzulegen. Bupp, Orbital. Weil das für ihn die einzige Möglichkeit war, wie er sich dachte, wie er es irgendwie schaffen kann, einen Kill gegen mich zu bekommen. Es ist einfach unfassbar lustig. Und ich finde es einfach toll. Ich finde es einfach toll. Was ich nicht so toll finde, ist, dass das jetzt schon, boah, 56 Minuten oder sowas geht, das Video bestimmt. Oh Mann. Aber hey, wir sind endlich am Ende angekommen. Wer da noch dabei geblieben ist, also ich weiß ja nicht. Boah. Also wirklich, die Leute in dem Game, es wird immer schlimmer und schlimmer. Ich meine, das Game an sich wird immer schlimmer, aber auch die Leute in dem Game werden immer schlimmer. Naja. Wie dem auch sei, wir sehen uns demnächst wieder, weil ich habe noch genug anderes Material. Das kommt alles auf euch zu. Ihr werdet gezwungen, euch das anzusehen, ob ihr wollt oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, sobald es soweit ist. Also, ciao, ciao.